So, und weiter geht's heute mit der letzten Vorbereitung hier in GTA, und zwar das EMP abliefern. Die meiner Meinung nach einer der schwereren Missionen hier in diesen Raubüberfällen. So. Da ist schon jemand müde. Toll. Was? Einladungen sind raus. Meint ja immer Anzeige ist wieder. raus. Anzeige ist angenommen, Anzeige ist bearbeitet, Anzeige ist abgelehnt. Meint einer, na, seht den YouTube-Stream und meinte dann, sich ein bisschen aufzuspielen. Hä? Es gibt manche Spieler, wenn die mitkriegen, dass du streamst, dann kommen die rein und ballern ein bisschen rum, um anzugeben. Die sehen doch nicht, dass wir streamen. Manche sind gleichzeitig in YouTube neben einer Bläse. Bei mir ist es scheißegal, ob ich, weil die sehen nicht, dass ich streame. Weil ich das ja nicht als Stream mache, sondern Let's Play quasi. Ihr sagt Bescheid, Ach wenn ihr so. dann durch seid. Nein, Ja. ich speichere ja jede Folge dann ab. Bereit. 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 Okay, let's go. So, YouTube. Na, warte mal, ich nehme mal eine andere Maske. Schatz, das Skelett. Perfekt, so ist gut. Alles wartet auf Thomas. Der kann sich wieder nicht zwischen Klamotten entscheiden. Der hat wieder nichts anzuziehen. Ich wollte ja meine eigenen tragen, aber lässt man mir ja nicht. Bäh. Mit welchem fahren wir? Es ist eigentlich egal, mit welchem. Ich habe meinen auch geholt. Schön. Nein, 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 nein. Mein Name ist Euch schon mal einen Wegpunkt? Hast du? Ja, na, Ja. So, wir müssen jetzt mal den Insurgent holen und danach müssen wir zurück. Da müssen wir noch Human Labs. Und seid ihr schon bereit, die Mission 20 Mal zu machen? Yay! Ja. Die braucht man nicht 20 Mal zu machen. Aber doch, wenn man Alarm auslöst, ist vorbei. Ja, wir dürfen nicht entdeckt werden. Weil ich spiele das Ding nicht mit irgendwelchen Glitches oder sowas. Wir machen das so, wie was. Es gibt ja keinen Glitch, es gibt nur noch einen anderen Weg. Zwei Lass Hauptwegs und einer Nebenweg. Mich raten, du willst da irgendwie mit dem Fallschirm oben reinhüpfen oder sonst irgendwas. Nein, nein, ganz auf Ich bin dem auch so normalen weit, Weg. Wir machen das einfach komplett. Ich würde sagen, wir machen das Ding einfach komplett normal. Okay. Ist ja dann normal. Die ist so, wie es gedacht ist. Es gibt viele Wege, die zu nach oben führen. Sag kein Bullshit. Ja, der hat nicht unbedingt guten Grip bei Regen. Der ist im Wasser besser.
Ich muss dir gar nichts sagen. Also, Yvonne, ich habe normalerweise mit feuchtem Untergrund nicht so viel Probleme, ja. Oh, ernsthaft. Bekommen wir überhaupt mal irgendwie in der Folge ein bisschen Niveau mit rein? Nee, ne? Da müssen wir die Gruppe tauschen, um ein bisschen Niveau reinzukriegen. Was für eine Gruppe tauschen? Das ist eine Frage der Technik. Ja. Ja, Markus, der mag sonst feuchtes. Egal von wo. Aber dafür hat er keine Technik. Woher weißt du das? Ja, ja. Nee, woher weißt du das? Ich verrate dir nicht alles. Ich will es doch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Es gibt Dinge, die bleiben lieber unkommentiert. So. Markus, würdest du auch mal deine Wäsche abhängen können, ja? Aber ich mag meine Schlüppe eigentlich gerne naturgewaschen. Ach Gott, also, ja. So. Babys Hosen glänzen so schön im Regen. So. Disco Car. Die Frage ist, wie machen wir das gleich? Wer wird snipern? Wir brauchen ja drei Leute wahrscheinlich. Okay, doch so viele Freiwillige. Habt ihr alle ein Scharfschützgewehr mit Schalldämpfer? Ja. Ich glaube, das brauchen wir. Wir dürfen ja, wie gesagt, nicht laut sein. Ich habe auch ein normales MG mit Schein. Brauchen wir nicht. Wir brauchen kein normales MG. Wir arbeiten jetzt quasi mit dem Scharfschützgewehr uns durch, würde ich sagen. Da müssen wir gleich gucken. Also ich würde auf jeden Fall dann auch mit dem Scharfschützgewehr reingehen, wenn das okay ist. Da rangehen. Ich weiß nicht, wer Thomas, Markus oder so vielleicht noch. Oder Baby, ich weiß nicht, wie es aussieht bei dir. Nein, da muss auch den, mit rein. Das Ding bewegen. Mir ist es Wurst, wenn ich ehrlich bin. Ich kann auch das Auto bewegen und ihr drei macht das mit dem Scharfschützgewehr. Wenn ihr das unbedingt so wollt oder so machen will. Dass wir das Auto reinziehen müssen, ist klar. Ich sitze jetzt schon am Steuer, ich bleib am Steuer.
Okay, machen wir es so. Da steht auf jeden Fall einer an der Schranke. Ich glaube, die darfst du doch nicht sofort wegschießen, wenn da noch Autos rauskommen, ne? Ja. Den kann man aber ruhig wegschießen. Den haben wir schon mal direkt weggeschossen. Okay, wenn du das... Da auf der Ecke stehen zwei meistens. Ja, da gibt es auch einmal noch ein Dreier. Also drei Wissenschaftler hintereinander oder so. Aber das machen wir da Step by Step wirklich. So, wie kann ich jetzt wieder raus hier aus den Kameras? Geht alleine. Jetzt. So. Okay. So. Noch nicht anfangen zu schießen. Erstmal ein bisschen. Ach, da gibt's doch. So, diesmal haben wir ein bisschen Zeitlimit. Dürfen wir die wegschießen jetzt schon, die Wachen? Nee, noch nicht, ne? Ja. Kann man. Sind beide weg. Gut. Scheiß Baum wird der dahin ist. Ich weiß, wegen Baum ist. Da kommt das Auto raus. Ja. Ich will es nicht in der Wand drücken, quetschen hier nicht. Auto kommt gleich. Ich hoffe, dass es sie nicht juckt, dass die. Weil die Leute da liegen, weil die Leichen da liegen. Ich befürchte, dass sie das gleich interessiert, dass sie das gleich ein bisschen interessiert. Mhm. Ja. Der hat sich jetzt an die Wand gehängt. Doch, das interessiert die. Deswegen hat er sich irritiert. Nee, für Thomas wurde gesichtet. Thomas wurde gesehen, okay. Wo hast denn du gestanden? Na, nicht schlimm. Ich habe mich an einer Ecke gestellt, wo ich mich sonst immer hinstelle und die mich normalerweise nicht sehen. Ja, scheinbar haben sie dich da diesmal gesehen. Von 10 Versuchen einen fehlgeschlagen. Ja, alles ist gut, alles ist gut. Das ist, wie gesagt, es hat auch kein. Bei mir dann, ne? Weil wir müssen Doppelkill machen, also auch von der anderen Seite. Ja, wir müssen teilweise auch zwischendurch mal einen Dreifachkill machen. Wie gesagt, stehen immer drei hintereinander. Hier kriegst du mit einem Schuss down. Aber ist alles gut. Ich versuche jetzt nochmal die drei, die ich mir geholt habe eben. Ich werde mir jetzt die zwei vorne am Tor holen und den einen oben, der auf der komischen Brücke steht, weißt du? Scheiße, das war ich. Ich habe den ersten ein bisschen verfehlt, weil der sich in dem Moment noch einen Schritt rüber gegangen ist. Ach Mann. Okay. Ja, ich habe den ersten geschossen, habe auf den zweiten gesehen und im Moment macht der so einen komischen Move. Und dann dachte ich mir, ja. Und dann konnte ich nicht mehr treffen. So, Thomas und ich haben schon, jetzt dürfen wir noch Markus und Baby ja alarmieren. So, Versuch Nummer 2. Ja, wir sind keine Pros, war klar, dass wir das nicht dort beim ersten Mal packen. Versuch Nummer 3. Versuch Nummer 3, ja, Entschuldigung, ja. Natürlich. Nein, die schneide so, dass ich mein Fail rausnehme.
Nein, alles gut. Was tanzt du denn da vorne rum, Thomas? Hör mal bitte mal hin. So, der zweite ist tot. Okay. Thomas, was tanzt du? Auto kommt. Ja. Seid vorsichtig bitte, Leute. Was hat er denn damit die Gegend fahren? Ja, der hat sich schon mal da hingehängt, ja. Seht ihr die halbe Lampe noch mit? Hat einer bitte... Na, ist schon okay. Wer war es diesmal? Ich. Was wolltest du eben? Die zwei Typen wegschießen. Der eine wurde ja für das Rad repariert und so. Die zwei wollte ich holen. So, auf ein neues. Versuch Nummer 4. Kurz vor 14 Uhr, Versuch Nummer 253. Ja, so lange wird es hoffentlich nicht dauern. Zweiter ist schon tot. Keine Ahnung. Du schon wieder. Aber warum vom Wissenschaftler? Ja, keine Ahnung. Es ist dann teilweise nicht geklappt. Hat aber wohl nicht geklappt. Schon bist du gesehen worden. Vielleicht solltest du dir mal einen anderen Weg suchen. Und eine andere Stelle suchen, wo du rangehst. Weil es ist jetzt dreimal hintereinander schief gegangen an der Stelle. Ich stand ja noch vom Tor oben auf dem Hügel. Ich wollte vom Hügel aus snipen. Ja. Hat irgendwie nicht funktioniert. Die Frage ist, von welchem Hügel? Links oder rechts? Oder wenn du nach... Ja, ich würde erstmal langsam reingehen, wirklich. Und dann nicht jetzt direkt schon... Irgendwas ist nämlich irgendwo passiert. Wir müssen tatsächlich ein bisschen absprechen. Wir fangen jetzt mal an, vorne mit den beiden erstmal am Tor. Ist da ein zweiter jemand mit drauf? Ich habe den linken im Visier. Danke für die Antwort. Ja, man kann die von... Na, ist okay, alles gut. Mach die da vorne, die beiden, genau. Dann nehme ich wieder den rechts oben auf der Brücke. Der ist gerade uninteressant, weil der guckt eh nicht. Ich hab einen. So, ich hab den oben auf der... Oder krieg ich die von die beiden?
Kann ich beide weg? Ah, ne, kann ich auch nicht, weil das Auto wieder steht. So. Deine ist weg. Ja. Ah, die kriege ich nicht beide von dem Winkel, oder? Das ist wieder Frage. Doch, hat funktioniert. Diesmal von mir. Ja, du standest im Sichtkegel des Autos, was rausgefahren ist. Ach Scheiße, das Auto habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Scheiße. Okay. Komm am besten zu mit mir in Richtung, weil dann können wir doppelt Klima zusammen machen. Ich habe tatsächlich zwei Wissenschaftler von dem Winkel schon mal rausgenommen. Okay, dann nee, alles gut, dann weiß ich, was Sache war. Gut. Für den Stuhl geholt. Dann warte ich jetzt erstmal noch das Auto ab, dann hole ich mir oben und hin auf der Brücke und dann warte ich das Auto ab und dann hole ich mir die zwei Wissenschaftler. Beziehungsweise drei Leute kriege ich dann nach weg noch. Und dann komme ich runter zu euch, wenn das geht. So, ihr zwei, Thomas und Baby, ihr macht erstmal die zwei am Tor da oben weg. Genau. Ihr seid ja schon unterwegs da vorne. Was jetzt? Das ging aber diesmal schnell. Ja. Irgendwo ist was gesehen worden. Ich vermute, dass der am Tor doch umgedreht war. Also wenn wir uns Mühe geben, schaffen wir Versuch 253. Ich möchte jetzt. Das bitte. Eigentlich möchte ich das nicht so oft machen. Na gut, also was auch nochmal. Ich habe extra abgewartet, bis du rückwärts eingeparkt hast, Markus. Ich wollte eigentlich schon durch, ich dachte mir, Moment, da kommt noch was. Ja, ich will nur einfach das Auto aus der Sichtung stellen. Das Auto interessiert dich. Warte, 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 ich gehe jetzt mal rechts auf die Brücke. Stone. Auto kommt. Ich zieh mich gerade raus, bin jetzt bis weggegangen. Scheiße. Zwei ich. Mann, warum müsst ihr euch noch bewegen im letzten Moment? Ich hätte die beiden Wissenschaftler.
Ich hab die. Komm, Markus, dann mach du es besser. Wir tauschen. So ja, genau in dem Moment macht er, ich muss mal lachen, weil dann konnte ich die beide nicht treffen. Den hätte ich so schön mitgehabt. Ich hätte sie beide weggekriegt von dem Punkt aus. Ach, Mann. Was soll's? Ja. Ja, es ist ärgerlich halt. Ja, den nehme ich aber auch für mich, alles gut. Der auf der Brücke. Scheiße. Der auf der Brücke ist auch ausgeschaltet, aber der ist runtergefallen. Ah, man weiß nicht, beim Wissenschaftler könnt ihr euch mal irgendwas anderes erzählen? Nicht mal die gleiche Scheiße? Können die nicht. Auto kommt. Wow! Das hat man fast geschafft, ohne gegen die Wand zu fahren. Hallo, fast. Partner. Beide Wissenschaftler down. Jetzt habe ich es geschafft. Wie ziehst du den einen an Reifen an und schießt den anderen platt? Soll ich mit runterkommen zu euch? Ja, wäre nett, bin ich brauche gerade Gewalt, weil hier sind zwei Gegner nebeneinander. Ja, warte, ich bin unterwegs. Markus, komm, du bist schon, ach, du bist schon vorgefahren, okay. Ja, ich bin unterwegs. Ich komme zu dir. Warte bitte, wir haben noch 7,5 Minuten, also Zeit genug eigentlich. Hä? Ja, das ist Thomas, der muss immer ein bisschen vorschnell irgendwas machen da hinten. Ihr wart doch da beide, oh Mann. Thomas, lass doch bitte erstmal einen Gegner nach dem anderen erledigen und nicht einfach da vorne rumrennen und noch irgendjemanden erschießen, der dann gesehen wird. Die reagieren nämlich auch auf Leichen. Richtig. Der oben links übrigens, der ganz oben links steht, der ist total uninteressant, weil der keinen sieht. Den können wir rauslassen. Wir hatten es eigentlich sehr gut. Na gut. Versuch, glaube ich, gefühlt 10. Ich weiß nicht, wie das Finale ist. Der Finale. So du es. Brücke ist weg. Ich
passe jetzt das Auto ab und dann hole ich mir die drei, die noch hier unten irgendwo stehen. Passt ein bisschen auf, bitte, da unten steht nämlich einer in der Nähe vom Tor. Nein, bleib stehen, Auto, oh Mensch. Auto ist schon durch? Nein. Der steht am Tor. Es knutscht schon wieder die Wand. Und nimmt die halbe Schranke mit. Scheiße. Nein. Das war ich. Mann, ey. Müsst ihr euch jedes Mal einen Witz erzählen? Diesmal habe ich mich zurückgehalten. Nein. Alles gut. Das war ich. Weil ich habe den ersten Wissenschaftler erwischt und dann im Moment macht sein Kollege da noch irgendeinen komischen Move. Ich mache jetzt was anderes. Alles gut. Ich lasse die jetzt erstmal leben und wir arbeiten jetzt Step by Step rein. Ich schieße jetzt erstmal nur den einen auf der Brücke weg und die anderen lassen wir erstmal leben und dann arbeiten wir uns da unten dritt zu dritt vor. Es hat jetzt gefühlt 20 Mal hintereinander nicht geklappt und das muss auch mal gut sein. So. Okay. Komm, jetzt machen wir's. Der auf der Brücke oben ist weg. Was war das denn? Ich hab das mit Schalldämpfer geschossen. Keine Ahnung. Mit was hast du geschossen? Mit dem G oder was? Nein. Okay. So, jetzt machen wir es. Komm, das schaffen wir. Scharfschützengewehr und da wurde mir schriftlich auch drauf gezeigt, wo ich drauf gegangen bin. Mit Schalldämpfer. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Alles ist gut. Wie gesagt, die reagieren in der Mission hier auf alles. Auf Geräusche, auf... Ja, genau, das ist es halt. Weil oben haben sie wahrscheinlich eine Leiche kurz gesehen. Es kann aber auch passiert sein, dass der Typ, der von der Brücke gefallen ist, es kann auch gewesen sein. Was ist jetzt passiert? Bestimmt hat er dich da vorne gesehen, ne? Ja, warum bleibt man nicht einfach hier oben und macht die Leute erstmal weg, anstatt da vorher rumzutanzen? Weil ihr rennt direkt beide instant davor, vor das Tor. Guck dir gleich die Aufnahme an, dass ich diesmal nicht vorm Tor stand, sondern 20 Meter weiter gesniped habe. Ja, wir bleiben einfach oben an dem Berg stehen und hauen erstmal die drei Typen weg. Das ist, oder zwei Typen, die vorne am Berg, die vorne am Tor stehen. Vom Standpunkt aus, nicht irgendwie irgendwo erstmal vorrennen. Weil das kann nämlich auch passiert sein. Wenn der irgendwie komisch in die Richtung guckt oder sowas, dann sieht ihr euch da rumlaufen. Von hier erstmal bitte die zwei Typen holen.
between you and the bay. The bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be discovered. The more damage the EMP does, the longer the lights will be out and the higher our chances of a successful mission. You only need to take out the guards in your way. Zweites tot. Das kann auch passiert sein, dass der zweite nicht mit drauf war, ja. Aber diesmal bleibt er oben liegen. So wie ich das hatte, erwartet hatte. So, und jetzt arbeiten wir uns Step by Step vor. Lass uns das Auto rauskommen und dann Step by Step. Mir fährt das Auto nicht. Hä? Und wer steht wieder da unten vom Tor? Wie schön gesehen werden kann, wenn das Auto kommt. Gefühl kommt das Auto echt nicht gerade, ja. Ich hab das Gefühl, dass irgendwie und das triggern muss, ne? Ich weiß es nicht. Das Auto kommt, sobald wir hier drin einer das betreten hat. Hm, das ist nicht so gut. Jetzt kommt das Auto. So, ich hoffe, dass das jetzt keine. Dürfte mich jetzt nicht sehen. Müsste, selbst kommt nämlich auch das Auto. Ja, ja. Okay, dann war das das. Ja, ja, wir müssen da erstmal durch. Ja, alles gut. Fährt das mal wieder in die Laterne, wie immer. Warte, Baby. Willst du die beiden Wissenschaftler zuerst wegschießen, Baby? Oder lass mich erstmal bitte kurz in der Tür. Warte mal gerade kurz, bevor du. Ah, ne. Ja, mach mal erstmal die beiden Wissenschaftler weg. Weil die sind mir sicherer. Welchen hast du, links oder rechts? Ich nehme den rechten. Okay, du nimmst den rechten. 1, 2, 3. Sauber. Die zwei Typen, nimmst du rechts oder links? Ich nehme die für den linken. Okay. Ja. 1, 2, 3. Sauber. Dahinter, der ist auch weg. Es sind nur noch die zwei da vorne. Warte mal gerade kurz. Ja, lass mich die Lage kurz im Checken. Zwei Gegner müssen da vorne noch hin, wenn man das hier nicht. Das sind die zwei, die noch hinten stehen. Ja, warte mal gerade kurz, Die zwei Wissenschaftler, die ja von der Seite kamen, die habe ich schon geholt. Okay. Das ist jetzt nur noch hinten die. Ach, was ist so um hier?
Ich visiere den Soldaten an. Den Wissenschaftler an. Ja, mache ich. Eins, zwei, drei. Sauber. Okay. Nur noch der eine. Ja, der ist aber, glaube ich, uninteressant gerade. Achtet mal den eingewollig. Ja, bitte lass dich aber nicht sehen. Wo steht der denn? Sehe nicht. Siehst du ihn? Er steht da oben auf dem. Jawohl, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ihn. Ja, passt, 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 alles gut. Da stand er. Ich hacke. Was? Ach so. Du hast noch 3,5 Minuten. Ich weiß, alles gut. Ich drehe schon mal den Wagen. Ich habe verstanden. Wir können hier nicht vom Auto weggehen. Mit dem Auto rausfahren. Erledigt. Tor ist offen. Ich muss erst verstehen, was Sache ist. So, wir müssen jetzt mit dem Wagen gleich abbauen. Wenn ihr fertig seid. Okay. Fahren wir ganz ruhig raus. Ja. So, alle drin. Alle drin, Abflug. Oh, Gott sei Dank, ey. Na, was ein bisschen Koordination auf einmal ausmacht. Weil gefühlt haben wir uns am Anfang auch nicht abgesprochen, sondern einfach irgendwie jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Nicht schießen auf die, die jetzt kommen. Einfach richtig. Weiter vor. Die haben keinen Grund, uns anzugreifen, weil sie nicht wissen, was Sache ist. Der Alarm ist jetzt absolut normal. Einfach vorbeifahren lassen. Ganz normal, ja. Wir haben noch 2 Minuten. Sehr gut, Leute, sehr gut. Ich bin unten an der Treppe hoch. Ja, diesmal hat es funktioniert, weil wir uns auch abgesprochen haben. Was wir eben nicht gemacht haben. Nimmst du den und alles drum und dran. Das die ganze Zeit ja auch vor. Ja, aber das hat am Anfang einfach nicht funktioniert. Weil dann irgendwo auch, das muss ich auch mir ankreiden, jeder sein eigenes Ding irgendwo gemacht hat. Das habe ich ja auch damals gemacht. Ich musste ankreiden, aber ich bin daher mit ein paar Leuten schon mal darum gegangen, mit man vorne die 2 nächsten Seiten einfacher hat. Ja, egal, passt, wir haben es geschafft. Das ist. Ja, einfach mal den richtigen Weg nehmen, so den rechten Weg und nicht irgendwie links rum oder mit dem Schaltfallschirm rein. Das funktioniert manchmal nicht. Mit Fallschirm bin ich nicht rein. Na, das war das Beispiel aus der Folge mit dem Polizei, mit dem Hafen, wo ihr da mit dem Fallschirm rumrein oder du mit dem Fallschirm rumrein bist. Und es einfach nicht funktioniert hat. Naja, egal. Alles gut. Wir haben es geschafft und. Puh. Yay! Ach, wir sind wieder auf dem Dings oder wie? Das ist jetzt hier kommen. So! Apartment. Du fährst mit dem komischen Ding da? Ja, dann fahr ich. Doch, hast du ja voll in mich rein. Ich muss mal zum Apartment zurück. Mitnehmen. Aua. Ich stehe hier. Hallo. So, okay, wie gesagt, dann machen wir jetzt. Ach, ich hasse das. Weil du fährst von komplett außen hier raus und musst wieder zurück zum Apartment.
So. Hier steht irgendwo eine Zugmaschine oder fährt, glaube ich, irgendwie eine. Ich brauche aber, mache ich aber jetzt nicht. So, dann kommt jetzt gleich das Finale, ne? Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. So. Ja, es ist wieder Kopf irgendwo unterwegs, da ist wieder einer. Da ist wieder eine Action ohne Ende. So, ich trete jetzt mal gerade mein Apartment. Oder betrete. Was zum Ding? Was? Dann geht's ins Finale.